das gleiche Wort, aber verschiedene Bedeutungen. Es geht um Homonyme. Unsere heutigen Wörter sind Läufer, Kunde, Laster, Linse und Melone. Ich bin Gisela Dara, Deutschlehrerin und Buchautorin, und wir beginnen mit dem ersten Beispiel. Der Läufer. Das ist eine Person, die läuft. Bei einem Wettrennen, zum Beispiel bei einem Marathonlauf, beteiligen sich viele Läufer. Nur einer kann den ersten Platz gewinnen. Der Läufer, die Läufer. In der zweiten Bedeutung ist ein Läufer ein schmaler Teppich. Man legt ihn an Stellen in der Wohnung, wo viele Leute vorbeilaufen, zum Beispiel in den Flur. Der Laster, die Laster. Als Laster bezeichnet man in der Umgangssprache einen Lastkraftwagen oder LKW, Englisch Truck. Auf der Autobahn sind wieder viele Laster unterwegs. Mit dem Artikel das bedeutet Laster eine schlechte Angewohnheit, die den Menschen eher schadet. Das Laster, die Laster. Beispiele sind das Rauchen, das Trinken, damit ist Alkohol gemeint, das Glücksspiel und so weiter. Haben Sie ein Laster? Die Linse, die Linsen. Auf der ganzen Welt ist die Linse ein beliebtes Nahrungsmittel. Ich esse zum Beispiel gern Linsensuppe mit Gemüse. Die Linse, die Linsen. In der Optik spielt die Linse, die ihren Namen von ihrer Form bekommen hat, weil sie der essbaren Linse ähnelt, eine große Rolle. Wir haben im Auge eine Linse, die uns das Sehen ermöglicht. Auch die Kontaktlinse hat eine ähnliche Form wie das Lebensmittel. Der Kunde, die Kunden. Jedes Geschäft braucht Kunden, die sich dort beraten lassen, die etwas kaufen, die Waren prüfen und kaufen. Ich bin seit vielen Jahren Kunde in meiner Lieblingsbäckerei. Die Kunde, nur im Singular, die Kunde ist eine Botschaft, die man bekommt. Ich erfahre etwas. Eine Nachricht erreicht mich. Das Wort die Kunde findet man eher in der Literatur als im Alltag. Heute sind aber noch Wörter aus dieser Wortfamilie in Gebrauch. Zum Beispiel sich erkundigen über, das bedeutet so viel wie nachfragen über ein Thema. Etwas erkunden, etwas erforschen, die Kundgebung und vielleicht noch weitere. Unser letztes Homonym für heute ist die Melone. Das sieht lecker aus. Die Melone ist ein beliebtes Obst, besonders im Sommer. Sie enthält viel Wasser und ist erfrischend. Die Wassermelone ist außen grün und innen rot. Die Honigmelone
ist gelb, grün oder orange. Ebenfalls die Melone, die Melonen. In seiner zweiten Bedeutung ist die Melone ein Hut. Vielleicht hat er seinen Namen, weil er rund wie die Frucht aussieht. Der weltberühmte Komiker Charlie Chaplin hat so einen Hut getragen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für dich dabei. Tschüss, eure Gisela.